Wo ist das Gameplay? Wo ist das Gameplay? Also Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich habe wirklich lange überlegt und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Call of Duty einfach nichts mehr für mich ist. Also ich hatte auf dem letzten Video vielleicht 1600 Bewertungen, also das reicht mir schon lange nicht mehr und das Geld läuft halt auch langsam nicht mehr so wirklich alles mit YouTube und deswegen habe ich einfach mich dafür entschieden, dass ich das Ganze beende, kein Call of Duty mehr bringe und ab jetzt die Schuhe von anderen YouTubern bewerte und den Style von anderen YouTubern bewerte. Ich habe auch extra meine sexuelle Orientierung jetzt umorientiert, um halt eben authentischer zu wirken und ich hoffe, das ist einfach okay für euch, weil Leute, ich muss einfach in die YouTube-Trends, weil ich mache das hauptberuflich und ich brauche Geld. Also fangen wir mal an. UX Vanity. Mois. Der Style ist wack. UX Paladin. Mois. Wack. An dem Outfit hat er nichts mehr als 200 Euro gekostet, dass der Typ sich überhaupt so raustraut. Wack. UX Floyd. Mach ich mich strafbar, wenn ich 12-Jährige beleidige? UX Stylers. Süß. Also passt auf, ja, mein PC ist über 100 Jahre alt und ich kann mittlerweile nicht mehr das Gameplay aufnehmen mit Delgato, gleichzeitig die Webcam mit Low-Detect-Dings da aufnehmen und gleichzeitig das Mikrofon aufnehmen lassen und deswegen, es laggt halt die ganze Zeit, ist einfach eine Qual so aufzunehmen, ja. Und bis ich halt einen neuen PC habe, muss ich wahrscheinlich Sondervideos machen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie euch das jetzt so gefällt am Ende des Videos, also wie ich, ob es jetzt irgendwie mehr gefallen hat oder weniger oder keine Ahnung. Ihr vermisst sicher meine Gameplays, oder? Nee. Schreibt mir am Ende des Videos einfach mal, wie ihr das fandet und dann weiß ich, wie ich das nächste Mal machen soll, ja. Ihr vermisst sicher mein Call of Duty Gameplay und alles, also ich... wirklich niemand. Ja, das Astro, das gehört dazu, okay? Viele von euch haben sich allerdings gewünscht, dass ich mal wieder ein paar Bibis Product Placement Kommentare kommentiere. Und die Recherche nach tollen Kommentaren unter Bibis Videos war wirklich sehr schwer, weil Bibis Fans mittlerweile sehr eloquent geworden sind. Elo, was? Elo, was? Nein, also eloquent heißt so viel wie... Folgt mir auf Snapchat, Z. Charlesen. Zeigt mir einfach, wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, wo ich Bibis Product Placement Kommentare kommentiere, weil ich mach das ja gern. Für Bibi. Für Bibi natürlich, weil sie hat halt wenig Zeit, weil sie sehr viel kreativer als ich ist und eben sehr viel mehr Content grindet und... Ja, ich mach das eigentlich nur wegen ihrem natürlichen Lächeln. Julian, ich hasse euch alle. Bitte bring mich um. Na also, fangen wir an. Pünktchenlauf. Mal sehen, wie viel Bibi wiegt. Ein Like gleich ein Kilo. Ist ja echt, wie kreativ. Wir wollen Bibi größer machen. Ein Like gleich, ist das ein Trend oder was? Wollt ihr auch wissen, wie viel ich wiege? Ja, dann guckt mal auf das neueste Instagram-Foto von mir. Ja, Charlie Baufels heißt ich da. Guckt einfach nach und dann seht ihr, wie viel pro Like ist... eine Mikrotonne. Solina Mia, ich habe heute Geburtstag. Schaffen wir 100 Likes vor 4 Tagen? Nur 85. 85. Peinlich. Ja, da hofft sich wohl jemand niemals geboren worden zu sein. So wie ich. Lilis coole Welt. Bibi hat geile Haare und ist voll hübsch. Ich habe 7 Punkte in Deutsch. Ja, das ist ja eine 3 minus. Aber ich bekomme bei dem Anblick von dem Wort Haare Suizidgedanken. Bibi, ich bin ein echt großer Fan von dir und meine Freundin hat deine Nummer und ich wollte sie auch. Und sie hat gesagt, dass du mich nicht haben willst und das nicht willst, das finde ich schade. Das ist ein Typ? Sorry, dass ich hier reinschreibe, aber ich habe alles nicht, wo du Bilder und andere Sachen machst und ich wollte es dir nur sagen, ich liebe deine Bios. Das ist ein Junge? Sorry, dass ich hier reinschreibe, aber ich habe alles nicht, wo du Bilder... Was will er denn sagen? Sorry, dass ich hier reinschreibe, aber ich habe alles nicht, wo du Bilder und andere Sachen machst und ich wollte es dir nur sagen... Ich liebe deine Bios. Und er hat sogar auf seinen eigenen Kommentar noch geantwortet. Und Julian und du sind so süß zusammen und passen einfach. In eine Mülltonne? Die passen einfach. Sidra Ibrahim, Hashtag Happy Birthday, nachträglich und guten Rutsch ins neue 24 Lebensjahr. Bleib so wie du bist und bekomme 1 Milliarde neue Fans. Nur 1 Milliarde? Neue Fans dazu, wer es auch so sieht, like. Don't give up, liebe Grüße, deine Bibinatorin. Die heißt noch... Ich dachte, die haben kein Geschlecht. Bitte antworte, sonst bin ich traurig. Bitte mach mehr Vlogs mit Julian. Ihr beide seid absoluten Idole. Juli, gib du auch nicht auf und bekomme 1 Milliarde Fans dazu. Und bitte mach ein Fantreffen mit Juli in Schwerin machen. Das würde mich so glücklich, das würde mich so unglaublich freuen. Ich bin die am meisten ausrastet vor Freude, wenn ein neues Produkt oder ein neues Video von dir und Julian rauskommt. 1000 Küsse von mir, deine Zidra, beziehungsweise Hashtag Bibinatorin. Word, das ist ein Kommentar, wie ich mir auch wünsche. Die Syntax ist vielleicht etwas hypotaktischer, sehr, sehr hypotaktisch. Aber es ist bilingual geschrieben und das macht das wieder gut. Und vielleicht sind 1, 2 Fehler drin, aber es sind vielleicht auch 3 Sprachen drin. Was, alle? Malini Uta... ja. Wieso hat es so lange gedauert, bis du deine Video gepostet hat? Ja, Bibi, das frage ich mich auch. Wieso hat es so lange gedauert, bis du deine Video gepostet hat? Malini Uta... ich... ja. Du weißt, dass du recht hast. Liebe Bibi.
Ich bin seit deinem ersten Video Fan von dir. Seit. Ich schäme mich nicht, auch nicht als Mann zu sagen, hey, ich bin ein Bibinator. Ich bin depressiv. Ich feiere deine Videos und finde, du und Julienko seid das perfekte Traumpaar. Seid. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal im Real Life, damit du meine BU-Flaschen signieren kannst. Viele Grüße, dein Bibinator Prei. Ich schäme mich nicht, auch nicht als Mann zu sagen, hey, ich bin ein Bibinator. Also, Preik. Es gibt eben auch Sachen, für die muss man sich schämen. Ja, das hat ethische Hintergründe. Aber es gibt eben Leute, die sprechen das trotzdem aus. Ja, es gibt Politiker in Deutschland, die sagen, hey, ich hasse alle Einwanderer. Allerdings hasst auch jeder diese Politiker. Berechtigt. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, hey, ich bin Bibinator, aber ich kann dich da schon verstehen. Ich bin auch Bibinator. Vergessen wir das, ja? Ich bin auch Bibinator. Das hat ethische Hintergründe. Hey, Bibi, ich heiße Jenny und würde mich freuen, wenn du antwortest. Halt die Fresse! Mach doch eine 7-Sekunden-Challenge! Eine 7-Sekunden-Challenge. Mach doch mal den größten Donut-Emoji, Donut-Emoji der Welt. 3 Ausrufezeichen. Wär cool. Wär cool. Wär cool. Ich cool. Du cool. Wär cool. Ich liebe dich sehr und du bist so schön. Ich kann nicht mal dieses U machen. Ist das ein U mit einem Strich drüber? Bibi, antworte was. Kotz, antworte was. Also Leute, schöne Grüße von mir. Euer Bibinator. Ciao. Ich habe jetzt ernsthafte Suizidgedanken. Seit. Ja, bis du deine Video gepostet hast. Ist ja echt wie kreativ. Süß. Mois. Wack.